Nein, aber ich mach nichts, keine Sorge. Kein Küssen, nichts anderes. Genau. Ein bisschen flirty vielleicht noch. Vielleicht noch ein bisschen touchy. Du kannst doch nicht immer so einen Quatsch sagen. Du musst da konkreter sein. Du musst sagen, was darf man, was war denn touchy? Das ist doch Bullshit. Da kommst du ziemlich dümmlich rüber. So, was soll ich sagen? Okay. Das geht nicht. Ich bin die Ellie, bin 25 Jahre alt und ich arbeite im Customer Care. Ich bin der Credo, ich bin auch 25 Jahre alt und arbeite im Hotelmanagement. Wir kennen uns schon seit knapp 6 Jahren, aber sind seit 2 Jahren offiziell zusammen. 1,5 Jahre schon. Und ja, das ist ein Streitthema. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Partymensch bin, allerdings gefällt mir Alkohol und Musik ziemlich gerne. Bitches! Ja, leider hatte ich in meiner Vergangenheit viel Erfahrung mit Untreue. Ich war leider kein Musterknabe. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Ja, die Ellie hat damals Escorts betrieben. Das war ein schwieriges Thema. Wir haben das überwunden. Halt, darüber möchte ich einfach nicht mehr reden. Insgeheim muss ich sagen, dass Credo da vielleicht Probleme hatte. Dass er halt denkt, dass ich irgendwie doch Spaß dabei hatte. Dass ich generell locker bin und generell halt mir auch mal so ein Ausrutscher passieren könnte. Was aber eben nicht der Fall ist. Und das möchte ich ihn halt beweisen. Ich werde mich auf jeden Fall nicht verführen lassen. Aber mein Auge wird sich auf jeden Fall freuen, dass er was Schönes zu sehen hat. Und damit macht es die 2 Wochen einfach dann nur angenehmer. Oh.